Jo, hallo Leute und was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, wo wir World at War spielen. Ich habe mir gedacht, heute geht's mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit und wir spielen World at War. Das ist ja die erste Zombie-Map und ja. So. Ja, die ersten Runden sind immer zart wie überall. Da kann man ja noch nichts einstellen, damit man in höheren Runden startet oder sowas. Das kommt ja erst bei Black Ops 2 dazu. Ah ja, und wenn euch das Video gefällt, also damit ich auch mal World at War spiele und nicht nur Black Ops 2, dann könnt ihr mir das natürlich auch sagen, also kommentieren oder auf Facebook schreiben. Und da mache ich öfter so ein Video für euch. Vom World at War halt. Hier versuche ich den Glitch, den schaffe ich zwar nicht gleich, den kennt eh schon jeder, der World at War hat. Hier sieht man's. Da steht man dann, also oben halt, weil es ein Glitch ist. Und wenn man da oben steht und springt, dann ist man tot, keine Ahnung warum. Probiert das mal aus, wenn ihr online spielt. Wenn ihr da oben seid auf den Glitch und dann springt, dann seid ihr auf einmal tot, keine Ahnung warum. Schaut auch witzig aus, wenn man den anderen dabei zuschaut, habe ich auch schon gemacht. Schaut witzig aus. Der Glitch wird nicht mehr gepatcht, den gibt es schon ewig, weil World at War gibt es ja auch schon 5 Jahre oder so. Und den Glitch nehmen die sicher nicht mehr raus, keine Ahnung warum. Aber ja, sind sie halt nicht drauf gekommen oder jetzt ist es ihnen auch schon wurscht. Gibt ja schon jetzt ein BO2, ich meine, das Spiel ist ja schon 5 Jahre alt. Yeah, Insta-Kill. Hier sieht man auch noch, bei World at War wird noch also Insta-Kill in Sekunden angezeigt. Und es fängt halt nicht einfach nur zum Blinken an, dann das Symbol, sondern man sieht das noch in Sekunden. Das finde ich auch sehr praktisch eigentlich, weil das Blinken, naja, ist nicht sehr sicher meistens. Bei Insta-Kill zum Beispiel in einer hohen Runde, man schlitzt noch und auf einmal ist es aus. Ich meine, man sieht zwar schon blinken, aber trotzdem. Double Bullet Shotgun. Die ist ziemlich stark. Die abgesägte ist zwar noch stärker. Da würde ich fast sagen, das ist die stärkste Waffe vom Spiel. Die Showed-Off Double Bullet Shotgun. Also die abgeschnittene halt. Die abgeschnittene Schrot. Die ist noch besser, würde ich sagen. Aber das ist auch schon fast die beste Waffe. Das Einzige, was halt blöd ist bei der Waffe, man muss die ganze Zeit nachladen und ja. Da schießt du 2 Schuss und dann kannst du eine halbe Stunde nachladen. Und ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht irgendeine BO1 Map oder wieder World at War oder Black Ops 2, irgendwas. Es ist wirklich wurscht. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr wollt, was ihr euch anschauen wollt. Ich versuche natürlich immer mein Bestes zu geben. Beim Spielen, außer bei dem, da war ich urschlecht, keine Ahnung, 11. Runde glaube ich. Aber wer das Spiel hat, weiß, man schafft es hier nicht über 20 zu kommen. Das ist wie wenn du Black Ops 1, nicht Black Ops 1, wie wenn du, keine Ahnung. Es ist ärger, wie wenn du BO2 auf Original spielst. Du kommst einfach nicht über 15, 20 oder so drüber. Also es ist wirklich sehr schwierig, die Karte. Außerdem ist die auch noch so klein, man kann keine Runden laufen, gescheit. Und ja. Da bin ich, glaube ich, nach der 10. Runde gestorben, also so Runde 10 rum. Also nicht sehr gut, nicht meine Top-Leistung. Ich glaube, mein Rekord war 15. Runde alleine und ich glaube sogar auch 15. Runde zu zweit. Und online, glaube ich, war es so 12 oder so. Ja, Headshot. Das da oben ist auch nice, wo die Decke so wegsteht. Wenn man die Granate gescheit reinwirft, was ich nicht geschafft habe, dann bleibt die oben hängen. Und ja, schaut witzig aus, aber in dem Fall ist sie jetzt runtergefallen.
Ja. Auf Facebook haben wir auch gerade 799 Likes, glaube ich. Oder warte, ich schau mal. Nein, 899, naja, egal. Facebook. Nein. 899, glaube ich. Muss mal schauen hier. Bin schon ganz verwirrt. Ja, 899 Likes habe ich schon auf Facebook, also Snake Checker Original. Könnt ihr mal auf Facebook nachschauen. Ich verlinke es auch natürlich. Ich verlinke es euch natürlich auch, wie immer. Und ja, wäre nett, wenn ihr die Seite vielleicht liked, damit ich 900 Likes habe. Da wäre ich auch sehr stolz drauf. Und ja, es ist ja auch gut für euch, weil wenn ihr die Seite liked, dann seht ihr immer meine neuesten Videos und seid halt immer am neuesten Stand, was meine Videos betrifft. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Bei Worded War ist es auch noch nicht so gut gemacht, die automatische Zielerkennung. Manchmal zielt er noch auf Tote drauf, die man schon abgeschossen hat. Also wenn jetzt zwei nebeneinander stehen und ich schieße den ersten ab und ziele dann gleich noch einmal, dann kann es sein, damit er noch auf den ersten Toten nochmal drauf zielt. Also irgendwie, ja, es zielt noch auf tote Zombies auch drauf. Kurz nach dem Tod geht das noch. Ja, das ist natürlich wichtig, damit auch immer die Leute on und off gehen, während ich das Gameplay mache hier. Das ist sehr wichtig. MP40 kennt man eh, ist von Black Ops 1. Wenn ihr Kino der Toten spielt, ist das unten in dem Saal, also nicht im großen Saal, sondern dort, wo das automatische Geschütz steht und wo Speedcaller ist und wo die Mystery Box stehen kann. Dort gibt es an der Wand auch die Waffe zu kaufen. Ist eigentlich nicht schlecht im Black Ops 1, aber da, naja, man sieht es eh, ich kann in der fünften Runde schon eine Stunde drauf schießen. Ja. Jetzt ist auch noch mein Akku leer, perfekt. Habe ich mir schon gedacht, beim Gameplay super Bonus. So. Kriege ich Husten auch noch hier. Manchmal geht die Shotgun auch durch zwei Zombies durch. Ich weiß es nicht, ob man schon gesehen hat. Man sieht es hier. Ich schieße und will weiterrennen, aber es bleibt noch ein bisschen am Zombie oben und ich kann noch nicht weiterrennen. Seht ihr es? Ich schieße und will weiterrennen und es bleibt noch ein bisschen am Zombie hängen. Die automatische Zielerkennung. So, dann gibt es noch die Frage, was meine Lieblingssniper ist bei World at War. Weil ich ja, ich habe schon einmal das Gameplay gemacht von World at War, Überlebensmodus, also halt, ja, Nazi-Zombies heißt es eigentlich noch, aber wir wollen ja nett bleiben. Ja, hier stecke ich gerade meinen Controller an, deswegen bewege ich mich nicht. Ah ja, meine Lieblingswaffen, das sind die Shotguns natürlich. Und, also die abgeschnittene und die normale. Und die beiden Snipers, also die Kark, wie heißt die? Kein Plan. Also die beiden Snipers da. Und ja. Der Flammenwerfer ist auch sehr gut, mit dem spiele ich sehr gerne, weil er unendlich Munition hat. Das werden natürlich alle Leute wissen, die World at War haben. Und ja. Also der Flammenwerfer ist sehr gut, weil er unendlich Munition hat. Man muss nur aufpassen, er kann überhitzen. Und dann geht er halt für ein paar Sekunden nicht mehr. Und der Flammenwerfer hat jetzt auch nicht den riesigen Schaden. Also die Zombies brennen und bekommen halt Schaden, aber ja, es ist jetzt nicht so viel Schaden wie jetzt bei einer Waffe. Also ja, wie bei einer gescheiten Waffe mit Munition. Dann wollte ich noch sagen, wenn ihr euch auch, ich meine, das World at War ist jetzt schon 5 Jahre alt oder so, glaube ich, circa. Wenn ihr euch das kaufen wollt, weil ihr vielleicht die Zombie-Map noch nicht so oft gespielt habt, denkt ihr euch, ja, das ist eh schon sicher urbillig, das Spiel.
kostet eh nichts mehr, kaufe ich mal 10 Euro GameStop in der SCS. Aber das geht nicht, weil World at War gibt es in einer deutschen und einer englischen Version, wie natürlich jedes Spiel. Und es ist nur auf der englischen Version oben und im GameStop, da war ich auch schon einige Male dort, zwei, drei Mal glaube ich, und habe gefragt, ob sie die englische Version auch haben, weil er hat gesagt, es könnte sein, damit sie es mal bekommen. Aber die englische Version hatten sie nie und ja, da könnt ihr einfach ganz leicht, geht das, wenn ihr euch ein englisches Spiel bestellen wollt. Ich meine, es gibt natürlich jetzt einige Seiten, wo ihr euch englische Spiele bestellen könnt, aber die einfachste Lösung ist eigentlich, wenn ihr auf Amazon einfach eingibt, nicht Amazon.de eingibt, sondern wenn ihr eben Amazon.com eingibt, dann seid ihr auf der englischen Amazon-Seite. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr unabsichtlich statt de.com eingeben habt und dann sind die Preise auf Dollar halt gestanden. Und ja, eben wenn ihr dann Amazon.com eingeben habt, gibt ihr einfach World at War ein und bestellt euch das einfach. Das dauert dann halt ein paar Wochen, kann sein, weil von England, naja. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ja, ihr dürft euch nicht strecken, wenn ihr dann auf Amazon euch halt die Bilder anschaut von der Hülle halt, von der Blu-ray-Hülle. Wenn hinten nichts oben steht von Zombie oder Nazi-Zombie, weil das kommt nämlich erst nach dem ersten Update dazu. Ich glaube, das Update hat nicht mal 100 Megabyte. Das installiert ihr euch in 10 Minuten oder so. Und ja. Und dann habt ihr es oben. Also wenn ihr die englische Version habt, steht nichts auf der Hülle oben von Zombie, aber es ist dabei, wenn ihr das erste Update macht, dann habt ihr auch Nazi-Zombies. Ihr müsst nur das erste Update machen. Hier sieht man es, jetzt habe ich die Sword of Double Barrelled Shotgun. Ja, ganz kurze Namen sind das. Was gibt's da noch? Ja, Gewehr 43 brauche ich auch nicht wirklich. Das ist auch noch einer meiner Lieblingswaffen, weil sie sehr stark ist, viel Munition hat, weit geht und fast nicht verzieht. Also wirklich sehr gute Waffe. Das einzige Manko ist natürlich wieder, sie ladet eine Stunde nach. Egler von leichten MGs laden halt eine Stunde nach. So. Dann könnt ihr mir natürlich auch schreiben, was eure liebsten Zombie-Karten sind, von BO1 oder BO2 oder auch von World at War. Könnt ihr mir natürlich schreiben, was eure liebsten Karten sind und ja, was euer Rekord ist, und ich kann es ja dann auch mal probieren, die Karten zu spielen. Ich habe natürlich alle Karten, ist eh klar. Und ja. So, also ab der 9. Runde wird es jetzt schon ziemlich heftig. Ich versuche da hier noch zum Zubauen, aber ja. Die stürmen schon 4 Zombies aus einem Fenster raus, da hatte ich jetzt richtig Glück, damit ich nicht abgekratzt bin. Siehst du, jetzt sind sie sogar durchgekommen, obwohl Zubot war. Also naja. So. Oi, was ist denn da los? Hier hatte ich schon wieder Glück. So, mit Granaten ein bisschen arbeiten. Granaten sind sehr stark in dem Spiel. Bekommen sie sicher doppelt so stark vor wie in BO 2. Ich meine, es kann zwar daran liegen, damit wir erst Runde 9 sind, aber Runde 9 ist ja eigentlich schon wie in Black Ops 2 Runde 20 her. Also, ja, sie sind trotzdem sehr stark, die Granaten. Hier kann man ein bisschen Runden laufen in dem Mystery Box Raum. Kann man ein bisschen Runden laufen hier, aber ja, trotzdem sehr eng und klein und man kann hier nicht wirklich viel machen. Boah, die ladet wirklich eine Stunde nach, also richtig ätzend. Aber sie ist sehr gut, wie man sieht, kann man auch nicht sagen. Instagram. So, da haben wir auch wieder ein paar Krüppeln. Ich glaube, die lasse ich mir jetzt, damit ich Fenster zubauen kann. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ist natürlich immer gut, wenn man sich ein paar solche Spasten lässt da am Boden und
mal alles in Ruhe zubaut, so ab Runde 8, 9, 10, mach's ich halt zumindest. Weil da stürmen die wirklich, 5 Zombies habe ich auch schon gehabt aus einem Fenster raus und da kommst du einfach nicht nach, wenn da von 10 Fenstern gleichzeitig Zombies rauskommen. Deswegen immer schön brav zubauen, dann kommt man höher. Und schon wieder geht wer online, perfekt. GTA Online kann ich natürlich auch machen, GTA 5, habe ich auch schon gemacht, ein paar Videos. Könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Und ja, ich weiß nicht, wer die Map kennt, aber in World at War gibt es ja DLC. Und da gibt es der Riese. Und ja, ist auch eine sehr interessante Map. Könnt ihr euch anschauen, gibt es einfach ein World at War, der Riese und halt... Also geht es auf meinen Kanal und gibt es das dann ein und das ist auch eine World at War Karte, die man aber über BO1 spielt, also ja, ist jetzt nicht so interessant, schaut sich einfach das Video an, wenn es euch interessiert natürlich nur und ja, so zum Thema World at War und ich glaube da bin ich Runde 33 oder 36 gekommen, bin mir nicht sicher, aber das ist schon ziemlich hoch natürlich, ich meine da gibt es natürlich dann schon Getränke und Bunch, aber trotzdem Runde 33, 36 Solo natürlich, also allein habe ich es gespielt und ja, weil online, ich weiß nicht, das sind die ärgsten Trotteln immer online. Da sterben sie einmal, gehen sie raus. Keine Ahnung, was ihnen das bringt. Die sollen lieber gescheit spielen und was lernen, aber naja, das sind halt hier die Spasten. Und ihr könnt mich natürlich auch auf PSN hinzufügen. Wurde ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt auf Facebook, wie ich auf PSN heiße, damit wir mal eine Runde zocken können, aber ja. Also ich heiße Sir You Are Dead, für die, die es nicht wissen. Es steht auch auf meiner YouTube-Info-Seite. Also wenn ihr auf meinen Kanal geht und dann auf Info, dann seht ihr auch meinen Namen. Ja, hier hatte ich nochmal voll Glück, damit ich da noch durchkommen bin durch den Scheiß. So, also Sir You Are Dead, Sir Groß. Sir, S-I-R, dann ohne Abstand U, groß, also auf Englisch du, U, und dann R, könnt ihr hoffentlich schreiben, wieder groß, und Dead, wieder groß, alles ohne Abstand, Sir, you are dead, ohne Abstand, jedes Wort groß schreiben. Man wird es eher am Ende noch sehen, wenn ich online gespielt habe, dann, ich weiß es nicht, weil man muss ja für World at War Nazi-Zombies nicht online sein, aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt angemeldet habe auf PSN oder nicht. Aber dann sollte man es am Ende sehen, wo man dann die Kills sieht und das natürlich. So. Jetzt wird schon richtig zart, ihr habt schon gesehen, die Runde hat gerade begonnen und es rennen hier schon 4 Zombies mir nach. Also ja, geht schon viel schneller als im BO 2. Hier schon richtig Arsch, 1000 Zombies, jetzt habe ich auch noch einen Fehler gemacht. Naja, aber gerade noch durchgeschafft hier. Ihr seht schon hier, die springen da richtig aus ihrem Fenster raus. Das waren jetzt glaube ich 30 Sekunden von der Runde und es sind 20 Zombies da oder so. Und das in Runde 11. Und die springen richtig wie in Runde 30 von BO2. Also ja, hier sieht man Sir, you are dead, jedes Wort groß schreiben. Ich hatte jetzt 20.000 Punkte und 190 Kills. Danke fürs Zuschauen, Leute. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und baba.